Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Bloody Platin. Und wir haben in dieser Folge einiges vor. Ich glaube, wir werden sogar zwei Encounter schaffen, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall sind wir kurz vor dem ersten Encounter und ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, ich werde es versuchen, als Nuzlocke durchzuziehen, aber quasi, wenn wir dann doch scheitern sollten, mache ich dann ganz normal ein Let's Play draus, sodass alle eigentlich etwas davon haben und glücklich sind. Und ich möchte vorab ganz kurz nochmal klären, was genau eine Nuzlocke eigentlich ist, beziehungsweise so ein paar kleine, klitzekleine Regelchen aufstellen. Und zwar, jedes Pokémon bekommt natürlich einen Spitznamen. Wie gesagt, ihr könnt auch da eine Rolle spielen, einfach einen Kommentar dalassen mit jeweils einem weiblichen und einem männlichen Spitznamen und ich gucke dann bei den Kommentaren, sofern welche da sind, dann einfach nach einem passenden Spitznamen. Und ja, auf jeder Route, also jede neue Route wird ein Encounter quasi gefangen. Ist ein Pokémon besiegt, dann wandert es leider in eine Box der, naja, besiegten Pokémon und ja, wenn wir dann irgendwann mal eines schönen Tages überhaupt keine Pokémon mehr haben, ist die Nuzlocke gescheitert, aber ich mache dann wie gesagt ganz normal weiter und das soll es eigentlich auch schon sein von dem Vorgeplänkel, nicht dass ich schon wieder so viel erzähle wie beim letzten Mal und wir stürzen uns einfach mal ins Gras und gucken, was der erste Encounter hergibt. So, wir tun es einfach mal. Und? Was ist es? Was ist es? Ein Hunduster. Merkt man, dass ich jetzt ein bisschen enttäuscht bin? Oh Gott. Naja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, das Pokémon ist und bleibt unser erster Encounter. Das heißt, ich werde... Oh Gott. Naja gut, es ist wenigstens nicht effektiv. Das ist schon mal ganz gut. Und wow, ein Crit, okay. Ziegelkeks geht voll ab. Oh mein Gott. Oh Mann. Naja gut. Aber dann haben wir es jetzt hoffentlich einfacher, wenn wir einen Pokéball werfen. Und ich hoffe, dass dieses Hunduster dann auch drin bleibt. Weil wir haben ja nicht ganz so viele Pokébälle. Und oh nein. Hunduster. Was tust du? Oh, bitte, nein! Nein! Na komm schon, bleib im Ball. Ich hätte mir zwar einen Vulpix oder einen Arcani gewünscht, aber man kann nicht alles haben. Ach, ernsthaft? Bleib doch mal im Ball! Ich meine, noch mehr schwächen kann ich das Pokémon ja gar nicht. Ach, bitte. Stell dich nicht so an, wir haben so wenig Pokebälle. Oh, das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist jetzt echt nicht wahr. Hunduster, bleib doch drin. Wir haben nur noch 4 Pokebälle, oh mein Gott. Das, oh mein Gott. Ich kann nicht hinsehen. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, das war jetzt sowas von eine schwere Geburt. Echt jetzt? Also, dass dieses Hunduster einfach nicht im Ball bleiben wollte? Ich glaube, es hat meine Enttäuschung ein bisschen gespürt. Naja, gut. Es ist zumindest ein Unlichtfeuer-Pokémon und ja, es jagt in Rudeln und kommuniziert über eine ganze Reihe von Rufen mit anderen Hunduster. Okay, das ist schön. Und ja, ich möchte diesem Hunduster einen Spitznamen geben. Im letzten Video, also in Part 2, gab es einen kleinen Kommentar von Garni bzw. Eros. Und leider hat er allerdings vergessen, einen Spitznamen zu nennen. Aber da habe ich mir schon für den Fall was ausgedacht und das ist eigentlich perfekt, dass dieses Hunduster ein männliches Hunduster ist. Und ich hoffe, dass Eros-Garni sich freut, wenn ich dieses Hunduster dann einfach nach ihm benenne. Und zwar Eros finde ich irgendwie epischer.
für das Hund Wooster, weswegen ich Eros einfach dann... Weswegen ich Eros nehmen möchte, aber ich hoffe, er ist mir nicht böse, wenn ich das Ganze nicht in Caps schreibe. Wie gesagt, ich finde das irgendwie total... Ja, ich mag den Namen einfach irgendwie mehr, wenn es... Ihr wisst schon. Wenn es so hübscher ist. Also ohne Caps und... Okay, ein Radfratz hätten wir auch fangen können. Und Gott, dieses Bild. Dieses... Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh Mann. Und ich gehe mal aus dem Gras raus. Aber wir haben ja... Noch einen Encounter. Wisst ihr wieso? Denn hier hinten existiert ja dieser wunderschöne See, wo wir vorhin mit unserem netten Freund waren. Ja, genau, am Wahrheitsufer. Und hier dieser See der Wahrheit. Es ist ein neues Gebiet und das heißt, hier haben wir noch einen Encounter. Und ich denke, so viele Encounter wie möglich sind nicht... Ganz so verkehrt, wenn das Pokémon jetzt ein bisschen besser mitspielt als dieses Hundwooster, wäre da natürlich auch toll. Aber wieso kommt denn nichts? La 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 la. Irgendwas wird schon hier drin sein, oder? Es ist Gras. Auf jeden Fall ist diese Musik total geschillt. Die erinnert mich... Na endlich! Oh Mann, oh süß, ein Flimli. Das ist zwar auch wieder was mit Feuer, aber ich finde das voll süß. Das, und vor allem, wir müssen keine Angst um Ziegelkeks haben. Das ist schon mal ganz nice. Okay. Fund nochmal Ziegelkeks. Heule. Ich frage mich gerade, ob... nochmal Fund dieses Flammy übersteht oder es ein Crit ist. Wenn es ein Crit ist, ist es natürlich blöd. Aber wir müssen es wagen, denn... Gut. Naja. Ich habe nur noch 3 Pokebälle, das ist das Problem. Also versuche ich einfach nochmal Fund. Bitte kein Crit, okay. Aber jetzt müssen wir langsam mit den Pokebällen loslegen, denn sonst wird es ein bisschen knapp. Und ich habe jetzt leider nicht im Kopf, wie die Fangrate ist, aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass... Was? Oh mein Gott. Hey! Unsere Pokebälle. Oh mein Gott. Ich hätte vielleicht erst mit diesem komischen See anfangen sollen. Was? Wir bleiben einfach nicht im Ball. Oh nein! Flammy wäre so cool als Encounter! Oh Mann! Oh Gott, bitte, 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 bitte! Oh Gott sei Dank! Alter! Oh mein Gott! Also, dass das solche Probleme machen würde! Oh Gott! Man ist schon halb fertig vom Pokémon fangen. Und ja, ich möchte diesem Flammy auch einen Spitznamen geben. Wie gesagt, wir hatten leider bloß einen Kommentar in der letzten Folge. Und ja gut. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, dass euer Spitznamevorschlag irgendwie zugreift, dass ich da es berücksichtige, einfach bloß in die Kommentare schreiben, entweder... Also einen weiblichen Vorschlag und einen männlichen Vorschlag. Und dann versuche ich es weitgehend dann mit einzubeziehen. Und ja, Flammy, wie nenne ich dich denn jetzt? Na gut. Daniel hat mir ja eigentlich, also Daniel, der Leinart X, wie gesagt, sein und Segelkeks Channel findet ihr natürlich in der Infobox unten. Also in der Beschreibung. Daniel findet es ja nicht so prickelnd, wenn man ein Pokémon Daniel bzw. der Leinart X hat bzw. nach ihm benennt, aber ich denke, er wird nicht
böse sein, wenn ich das Pokémon Danny nenne. So Danny, naja, Daniel, so ein bisschen abgeleitet und aber doch nicht so ganz sein Name. Ich hoffe, er ist mir da nicht böse. Aber ich fand es eigentlich ganz passend. Aber auf jeden Fall haben wir zwei Teammitglieder dazugekriegt, Hunduster und Flemly. Und ich freue mich so einen Keks über dieses Flemly. Aber vor allem, das war dann, glaube ich, der letzte Pokéball, den wir überhaupt hatten, ne? Krass. Echt krass. Okay, wir sind wieder in diesem wunderschönen Zweiblattdorf. Nee, das ist nicht unsere Mami. Hier drüben müssen wir hin. So. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Hier unten natürlich. Da ist ja das Schnee. Ach, da ist ja der Schnee und ich habe mich ja so total gefreut, als ich den Schnee sah. Hi Mami. Willkommen zu Hause, Elsa. Geht es dir und den Pokémon gut? Ich habe gerade Abendessen gemacht. Ruh dich doch noch etwas aus. Und schwupps sind unsere Pokémon geheilt. Ach ja, übrigens, Mama. Was ist denn, Elsa? Nein, Professor Eibe hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut. Oh Schatz, viel Glück. Ich stehe hinter dir. Richtig, Elsa. Ich habe etwas für dich. Oh, was? Wir kriegen ein Tagebuch? Cool. Das ist ein Tagebuch. Hier werden die Ereignisse eines jeden Tages aufgeschrieben. So kannst du immer nachlesen, was du zuletzt alles erlebt und getan hast. Wow, eine Reise voller Abenteuer. Ich beneide dich, Kind. Und du bist nicht allein. Du hast Pokémon dabei. Ich wäre so gern an deiner Stelle. Dann komm doch einfach mit. Ich mache nur Spaß, Schatz. Wirklich, Elsa. Ich bleibe hier und du gehst und genießt dein Abenteuer. Denn wenn du neue Dinge erlebst und neue Sachen lernst, dann bin ich auch glücklich. Aber komm ab und zu nach Hause, denn ich würde gerne all die Pokémon sehen, die du gefangen hast. Oh, cool. Tut mir leid, aber ist mein kleiner Christoph hier? Oh, nein, ist er nicht? Oh, dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Der Junge rief nur, dass er zu einem Abenteuer aufbrechen würde. Und weg war er. Er ist dickköpfig und rücksichtslos. Dabei wollte ich, dass er hier das hier mitnimmt. Mach dir keine Sorgen. Elsa wird ihm das bringen. Das machst du doch, nicht wahr, Elsa? Klar. Oh, wirklich? Das würdest du für mich tun? Elsa, dann bring dies bitte Christoph. Und wir erhalten ein Paket für Christoph. Oh Gott. Und wir verstauen es natürlich in unserem überdimensionalen Rucksack, wo ja sowieso alles reinpasst. Ich sag bloß Fahrrad. Aber egal. Auf jeden Fall, unsere Mutter verabschiedet uns jetzt. Mach's gut, Elsa. Genieß dein Abenteuer. Ich muss kurz überlegen. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Bitte bring das meinen Christoph. Klar, mach ich. Wenn du nicht da bist, besuche ich gern die Mutter von Christoph. Ach, wir reden über alles Mögliche. Naja, eigentlich reden wir immer nur über euch beide. Okay, schmieden die etwa schon Heiratspläne, von denen Christoph und ich nichts wissen? Na gut. Okay, und schade, dass wir leider keine Angel besitzen, weil sonst könnten wir hier was fischen, aber nichtsdestotrotz, Frische und Freiheit. Wir gehen jetzt einfach mal der Nase lang. Jubelstadt. Zumindest wüssten wir, dass wir nach Jubelstadt müssen und ein Radfahrt. Hau ab! Lustige Keks, mach dieses Rad platt.
Ich meine, wir müssen ja auch ein bisschen trainieren. Okay, wie viel Keks setzt Pfund ein? Wäre ja richtig nice, wenn unser kleines Jügel, wenn unser kleines Plinfer auch mal eine Wasserattacke lernt. Okay. Sehr gut. Wir haben Erfahrungspunkte. Okay. Apropos Erfahrungspunkte. Theoretisch können wir ja ein bisschen tricksen. Das hat. Wow, stopp! Ich teste mal. Upsala. Huch. Zurück. Wie komme ich denn jetzt zurück? Oh, war ja. Mann, na klar. Größer könnte das Icon ja nicht sein, ne? Ups, Entschuldigung. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Das war ein bisschen viel interpretiert von mir. Auf jeden Fall tausche ich mal Danny mit Ziegelkeks aus. Und Ziegelkeks kommt an zweiter Stelle, damit wir zumindest. Was zur Hölle mache ich gerade hier? Oh, weia. Ich will beenden. Ich will das Ganze beenden. Oh mein Gott. Ja, die Elsa und die Steuerung. Das ist ein Kapitel für sich. Okay, auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder in diese wunderschöne Stadt, wo wir beim letzten Mal waren, nämlich Sand Gemme. Ah ja, Pokémon Labor. Ich kann hier nochmal kurz reingucken. Vielleicht kriegen wir ja noch was Schönes. Ja. Ich glaube, da kriegen wir nichts Neues mehr. Okay, dann nicht. Aber wir haben hier noch nicht alle Leute angequatscht. Damit ich nicht vergesse, was bisher passiert ist, speichere ich besser. So, nun kann ich ein Päuschen machen. Ja, speichere. Damit ich nichts vergesse, speichere ich einfach meinen total tollen Wissensstand. Wenn das doch im realen Leben gehen wird. Das wäre so krass, ein Buch lesen auf Spanisch oder Französisch, dann speichern wir und dann können wir fließend die Sprache sprechen. Das wär's doch. Okay. Und? Wow! Pokémon sind so cool! Du kannst sie in Kämpfen einsetzen und damit stärker machen. Oh, ich hätte auch so gerne welche. Wäre das cool. Okay. Oh mein Gott. Und ich hoffe, ich werde nicht heiser nach dieser Aktion. Oh Gott. Und wo sind wir jetzt hier? Huch. Haus von Lucius. Ah, okay. Hier wohnt also Lucius. Oh, er hat eine kleine Schwester. Hi. Wer bist du? Oh, du bist Elsa? Ach, dann beschäftigst du dich doch mit dem Pokédex-Dings und hilfst dem Professor. Wow, mein großer Bruder macht das auch. Na dann, viel Erfolg. Ah, Professor Eibe ist also zurück. Er ist wirklich ein bemerkenswerter Mann. Er studiert die Pokémon seit ewigen Zeiten. Mein Sohn und mein Enkelkind helfen ihm momentan bei seinen Forschungen. Okay, und hier oben ist irgendwie was Brauchbares. Oh, schade, leer. Was gibt's hier Schönes? Okay. Wow, nein. Ich brauche diese Regel nicht. Und ich muss mal ganz kurz fix gucken, wie wir mit der Zeit sind. Oh Gott. Wir erreichen ja schon die 20 Minuten. Oh mein Gott. Nein. Und ich wollte noch so gerne nach Jubelstadt. Aber wir haben sowieso keine Pokébälle mehr. Toll. 20 Minuten sind weg und wir haben immer noch nichts erreicht.
Oh Mann. Wir kommen einfach bloß im Schneckentempo voran. Okay. Wir haben kein Geld mehr. Leute, wir sind pleite. Ja, klar. Geh niemals ohne einen Pokéball aus dem Haus. Toll. Aber wir brauchen Kämpfe. Wir brauchen Geld. Hier, guckt. Wir haben 0 Pokédollar. Nein. Tschüss. Tschüss. So ein Mist. Ja, auf jeden Fall. Hier geht's weiter nach Jubelstadt. Route 202. Hier wäre eigentlich dann auch unser nächster Encounter. Sehr blöd. Das nenne ich blöd. Ich meine, ich würde so gerne... Was mache ich denn ohne Pokébälle? Und vor allem, wir treffen ja auch niemanden, der mit uns kämpfen will. Gott. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir müssen das verkaufen. Tagebuch, Paket können wir nicht verkaufen. Aber... Ja, sei es drum. Wir verkaufen mal 2 Tränke, dass wir wenigstens einen Pokéball haben. In der stillen Hoffnung, dass der dritte Encounter dann im Pokéball bleibt. So. Nein. Ich will einfach aus dem Laden. Och Gott. So. Und ich würde sagen, ja, Route 202 und St. Gemme. Oh, cool, da ist Lucius. Verdammt, ich wollte speichern. Na gut. Elsa, weißt du eigentlich, wie man Pokéball fängt? Ich fange eins und du siehst genau zu, in Ordnung? Ich habe schon 2 Lucius, aber okay, wir schauen uns das nochmal an. Los, Panflam! Ach, süß. Achso, ich will ja immer drücken. Geht es euch eigentlich auch so, dass wenn ihr dann quasi im Tutorial seid und euch wieder mal gezeigt wird, wie man ein Pokémon fängt, das ihr auch machen, also auch gerne drücken wollt? Also mir geht's so. Und Lüsche sagt gerade, gut, seine KP haben abgenommen. Und jetzt können wir einen Pokéball werfen. So ungefähr. Okay, Lucius hat einen Pokéball eingesetzt. Und Bidiza wurde gefangen. Yay! Das ist gut. Aber nicht für uns, denn wir haben dieses Bidiza ja nicht gefangen. So macht man das. Eigentlich sollte man einem Pokémon noch mehr KP abziehen, als ich es getan habe. Zieh einem Pokémon so viele KP wie möglich ab. Denn ein Pokémon, das alle KP besitzt, ist sehr schwer zu fangen. Oh, und wenn du Pokémon mit einer Attacke im wenn du ein Pokémon mit einer Attacke in Schlaf oder so versetzt, sind sie noch einfacher zu fangen. Nun dann, Elsa, für deinen Anfang schenke ich dir 5 Pokébälle. Ernsthaft? Ich habe 2 Tränke verkauft für einen Pokéball und jetzt schenkt mir der Typ 5 Pokébälle? Na toll. Aber gut, einen geschenkten Gaul, den schaut man ja bekanntlich nicht ins Maul. Okay. Hast du viele Pokémon bei dir, kannst du weitere Strecken reisen. Und so wirst du mehr Pokémon begegnen. Nun dann, man sieht sich. Ciao, Lucius. Gut. Wir sind jetzt hier mitten vor einer Graslandschaft und ich würde sagen, dieser Part ist schon wieder 25 Minuten lang. Also höre ich an dieser Stelle auf, ehe wir uns den dritten Encounter schnappen, denn das werde ich mir für den nächsten Part aufheben. Wie dem auch sei, wie gesagt, wenn ihr mögt, dass euer Spitzname quasi verwendet wird,
Schreibt mir einfach einen weiblichen und einen männlichen Spitznamen in die Kommentare. Ansonsten einen Kommentar im Allgemeinen würde mich natürlich auch freuen, genauso wie ein positives Däumchen oder ein Abo. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja, danke fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal und ciao!